Der steht da so krass hinter Entdeckung. Ich trau mich gar nicht. Oh, ich brenne, ich brenne, ich brenne! Ah, ist das heiß! Zombie-TV. Hehehe, geilo. Hallöchen, meine lieben Rekruten, und herzlich willkommen zurück zu Cold Arms Gates of Hell. Wir machen weiter, Leute. So, es steht wieder eine Angriffsmission an. Ich habe ein bisschen Forschung betrieben. Es waren leider nicht viele Punkte da. Ich weiß, ich hatte geschrieben, unter anderem was von Flammenwerferpanzer. Ich glaube, dafür hätten aber die Punkte auch dicke nicht hingereicht. Also hätte nicht gelangt. Wir haben ja bei den Deutschen den Flammenpanzer. Ich glaube, bei der Stufe 3. Stufe 3 ist er. Ja, da. Da hätten wir hier noch die ganzen Stufe 3, also Panzerkampfwagen 3 mit erforschen müssen, bevor wir da zum Flammenpanzer gekommen sind. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal außen vor. Dafür habe ich aber jetzt die neuen Munitionstrucks mit drin. Sonder Kfz 6. Ihr seht, da ist reichlich Munition drauf. Und ich habe den fünften Zug komplett umgeändert. Hab zwei Nebelwerfer mit drin, die 21er, nicht die 15er, also die 21er mit ein bisschen mehr Wumms und ein 21 cm Mörser als Ersatz für die Hummel. Ich wollte mal ein bisschen die Feinde umgraben, deswegen dachte ich mir so, komm, wir nehmen mal was mit ordentlich Wumms. Ne, da schießt er vielleicht ein bisschen langsamer, aber dafür ebnet das alles ordentlich ein. Ansonsten ist keine Veränderung drin. Da ist es gleich geblieben. Gespeichert habe ich. Schlachtfeld ist Flugplatz Maupetus. War, glaube ich, schon mal dran. Kann ich mich zumindest dran erinnern. Wegen. Ich glaube, den haben wir sowohl angegriffen als auch schon mal verteidigt, glaube ich. Okay, auf geht's. Wie immer, Leute, im Ladebildschirm. Wer noch nicht hat, abonniert gerne den Kanal. Wir sind mittlerweile schon relativ viele Leute. Ich hoffe, das wird noch immer mehr. Ja, würde mich auf jeden Fall ordentlich freuen. Und ansonsten lasst den Daumen nach oben da und schreibt mir auch gerne was in die Kommentare. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, irgendwas sehen wollt, lasst es mich wissen. Ich lese mir die Kommentare immer gerne durch. Mal gucken, was uns die Amis dieses Mal entgegenwerfen. Ich bin gespannt. Bis jetzt kommen wir eigentlich ganz gut klar. Es kommen jetzt mittlerweile auch wieder ordentlich Flugzeuge an. Oder zumindest Proben. Karte mittlerweile, glaube ich, mindestens wieder einer. So, vom Dingens her, wir hatten den Calliope-Panzer, hatten wir schon gesehen, aber leider nicht erbeuten können. Und ein Pershing haben wir noch nicht gesehen. Da wir ja langsam so in der Endstufe sind, sollte das eigentlich so langsam kommen. Bin gespannt. So. Ach ja, und wir haben noch eine andere 8-8er Flak drin, die, oder ist sie das? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Er ist so gut wie du. Wie lauten die Befehle? Flak 18, hi. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das vielleicht so war, dass... Die ist hier nicht die neue Flak 36? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Rollt auf jeden Fall schon ordentlich Verstärkung an. 75 W. 24 ein Cheffi. Dann hole ich mir gleich mal direkt meine Artillerie ran hier. Durch das fette Monster an. Wo soll das Ding hin? Der erste Punkt ist auch gar nicht so weit weg. Das sehe ich gerade. Ja, wohin mit dem Ding? Okay, ist natürlich schön langsam, das Kfz. Eindrehen. Haben wir einen Marschbefehl? Lauf die Befehle! Ja? Gehen. Wo sollen wir mit dem Teil hin? Dahin. Wo soll das Ding hin? Dahin. Wo soll's denn hin? Ja, da drüben!
Wo ist er hin? Er ist im Graben reingegangen. Bleib unten, Helmut. Sondern, dass wir den dann nicht rauskriegen. Lade nach! Bereit! Noch so weit schießen, ne? Ja, der wird sich nicht raustrauen. Wo soll das Ding hin? Befehle? Ja, wohin mit dem Ding? Wie lauten die Befehle? Na, die Hälfte will ich haben. Ja, so ein bisschen pieken tun sie schon mal mit Infanterie. Was ich jetzt so gesehen habe. Da vorne ist ein MG-Nest, da vorne ist noch ein MG-Nest. Was sollen wir tun? Pass auf, dass wir uns nicht verlieren! Hat der sich selbst getötet? Lol. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt aber nicht meine Schuld, oder? Wo sollen wir mit dem Teil hin? Guck mal, da steht einer am Heuhaufen. Zieht eure Köpfe ein! Wir müssen das Ganze. Schnell, in Deckung! Feuer bereit! In Deckung! Lade nach! Lade nach! Heiligranate. Was ist mit denen los? Finde ich jetzt aber nicht lustig hier. Klasse gespawnt. Infanterie weg zum Mähen, ihr Schweine. Mein Gott. Ich bin ja wohl hier. Ich habe wahrscheinlich jetzt keine Sanitäter mit, ne? Ne. Müssen wir das mit Brandenburger auffüllen? Geht's los! Rechte Flanke absichern! Wann geht's endlich los? Wo soll das Ding hin? Ist das noch heile? Das Gestell ist kaputt. Zu Befehl! Wohin mit dem Ding? Wie lauten die Befehle? Gut. Fangen wir schon mal an, ein bisschen umzugraben hier. Ich glaube, das war der Cheffi, kann das sein? Den hat es jetzt mal eben richtig weggerissen. Da kommt noch ein Stuart und ein Kfz an. Panzer einsatzbereit. Ja, Monster auf dem Ding hier, ne?
Na, ich warte auf die Artillerie. Kann ich mal kurz gucken, was hatte ich denn sonst noch so Schönes? Haben wir mal den Dicken mit dabei. Ach, ein wundervoller Sound. Den Dicken mal hier ausrichten. Dort ein bisschen. Nur noch bis Weihnachten. So, weiter geht's. Sorry für die kleine Unterbrechung, falls ihr es mitbekommen habt. Jemand Feuer? Mein Telefon klingelt. So, jetzt aber, warte mal, ich will hier noch so einen Sklaven, wollte ich gerade sagen, dran machen. Hier fehlen ja ein paar Leute an Besatzung. Sechs können da dran. Jetzt haben wir sechs. Wohin mit dem Ding? Nee, 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 nicht. Noch nicht fertig. So, alles mit Geduld. Mit so einem schweren Ding. Gar nicht wissen, wie viel Tonnen das Teil gewogen hat, ey. So, und Aufbau. Ballern wir eigentlich schön da rein, ne? Warte mal, hier steht auch ein Panzer, glaube ich, nochmal neu. Da. Feuer! Gib ihm! Holy! Hier wackelt alles. Ist der auch down? Ne, den hat es nicht getroffen, ne? Need Support? Ja. Hat hier jemand ein Bier dabei? Ich möchte am liebsten direkt nochmal schießen, aber das wird dauern, bis er nachgeladen ist. Ja, auch echt gut am Erbsen schießen hier. Wo soll das Ding hin? So, dann werfen wir nochmal ein paar Raketos. Viel ist nicht mehr über, glaube ich, so. Von den Leuten. Würden wir jetzt mit Panzer ein bisschen vorfahren? So, mal den Rest auch noch rein hier, den Jagdflieger, Jagdpanzer noch. Jetzt hat er den Panzer erwischt, oder? Nee. Er haut einfach ab. Geht's los? Artillerie hier.
Ja, wie lauten denn die Befehle? Ja, alles töten. Einfach alles wegmachen. Die Munition ist immer ganz schön schnell leer, ne? Das hier brennt. Hat's den weggerissen. Ja, okay, dann tun sie einfach gar nichts. Wow. Los, vorrücken. Steht ein Feind am LKW. Scheiße, verdammt! Deckung! Jawohl, Männer! So muss das laufen! Hat er sich denn jetzt umgedreht? Waren die Löcher schon vorher hier oder bin ich daran schuld? Ne, ich glaube, die machen kleinere. Hey, vorne gucken. Was gibt's denn Schöneres als so eine schöne Explosion dabei einfach? Einfach weg rum. Komisch aus, was der hier macht. In Liste hätte ich mich festgefahren. Meine eigenen Leute hier weggekommen gerade. Hallo, Bewegung. Was wollen wir mit dem Teil hin? Verdammter Mörser. Ja, wohin mit dem Ding? Oh, ich sehe gerade einen schweren Panzer auf der linken Seite. Mal einmal schießen.
war mal ein Pershing. Na gut. Gegen den brutalen Jagdtiger hat der keine Chance. Panzer, wir sind einsatzbereit. Hey, was bist du denn da? War noch nicht mal HE-Muni. Wo soll das Ding hin? So, vorrücken, vorrücken. Bitte nochmal vernünftig jetzt anhängen. Kein Blödsinn machen. Keine Muni mehr. Wollen wir mit dem Teil hin? Kleine Armee an. Sind wieder alle aufgestanden? Geschossen? Auch, jo. Wo soll das Ding hin? Nee, du. Rücken wir auf. Haben wir nicht wenig Munition? Ich habe genug Trucks dabei. Geht's los? Wohin mit haben wir noch eine Weg? Salve? Oder ist noch nicht fertig geladen? Mein Gott, da kommt ja noch mehr Infanterie. Panzer einsatzbereit. Rechts auf
Ding hin! Die Befehle! So, dann können wir jetzt nochmal umgraben. Bleib mal schön hier. Hilbert. Eiber. Der arme Soldat, ehrlich. Ja, wohin mit dem Ding? Enemy tank. I'm out. Also schon eine ganz schöne Schweinerei. Fertig machen und Feuer!
Nein! Geschossen. Wo soll das Ding hin? Hier rüber. Gib mir deine Handgranate. Ja, hast du schon gefeuert? Hast du? Guck mal, hier ist irgendwo noch so ein Hornissennest. Hier, guck mal, genau da. Das war leider die Halle. Und dann machen das jetzt die Nebelwerfer. Schon wieder Infanterie. Wie lauten die Befehle? Sprechweite haben wir denn dafür? Achtung, feindliches Geschütz! Kann gar nicht sehen, ne? Hä? Aufgebaut. Haha, lol. Leider auch ziemlich unpräzise. Ne? Sau. Panzer meldet sich einsatzbereit. Panther ist wieder einsatzbereit. Was ist das? Das ist nur eine 40er. Okay. Die scheint aber auch nicht näher zu kommen. So, ihr müden Soldaten, ihr könnt auch mal nach vorne kommen. Fire!
Ein Geschütz. Ah, lol, da. Das war auch der Tiger, ne? Wie der brüllt, wie ein Löwe, ey. Richtig geil. Dann schicken wir hier noch einen Bomber hin. Einfach weil wir es können. Näher dran. Ja, die eine Artillerie von hinten da, die noch kommen sollte da, die hat sich nicht mehr getraut. Deckt das ganze Gebiet ab. So, da ist noch ein MG-Nest dabei. Das wird alles kein Problem sein. Ja, nicht, bin ich näher genug dran. Nichts zum Krater gehen hier. Auf der Anhöhe! Pass auf! Jetzt haben wir sie. Und irgendwo da drüben. Da, Teilegranate. Nehm das Teil in die Hand und los! Wo ist denn der Schnipper? Wo ist denn der Schnipper hier? Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Keine Munition sparen! Wo ist er denn? Ich habe ihn doch schon gehört. Da ist er. Jeder Schuss ein Treffer. Jeder Schuss ein Treffer. Jetzt muss ich mal was schnippern hier. Nein, der Sniper wollte einen Kill machen. Nichts können sie einem, ne? Verschämtheit hier. Wo ist er denn? Hallo? Ach da. Bleib ruhig. Okay. Ja. Das ist ein Flammenwerfer-Tank. Kann man da drauf schießen wohl? Wow! Wow. Der steht da so krass hinter Entdeckung. Ich trau mich gar nicht. Oh, ich brenne, ich brenne, ich brenne! Ah, ist das heiß! Ja. Ups. Gut, geworden. Also, eigentlich nur eine Munitionsschlacht, ne? Gut, dass wir so viele Trucks mitgenommen haben. Der Pershing hatte hier überhaupt nichts zu lachen hier hinten. Also,
Und das auf die Entfernung auch, ne? Guckt euch das mal an. Das ist von hier. Der Jagdtiger stand hier. Oder hier so. Auf jeden Fall da in der Reihe. Also es war ziemlich weit weg. Ich weiß gar nicht, hat der überhaupt geschossen? Ich bin jetzt gerade gar nicht so sicher. Also ich glaube, da kam noch nicht mal ein Schuss zurück. Tja. Kein Problem halt, ne? Beute ist nichts übergeblieben. Außer hier so ein Jeep. Und was noch? Noch so ein Auto-Ding hier. Wie heißt das Ding hier? Scout-Car. Ja. Okay. Ja, dann ist das so. Alles klar, Leute. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst den Daumen nach oben da, wenn ihr noch nicht habt. Abonniert gerne den Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.